Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Wonders. Ja, beim letzten Mal wurden wir beinahe aufgefressen als Goomba. Die Welt hinter uns wurde auch aufgefressen. Irgendwie wollte uns alles fressen, was existierte. Und heute gehen wir endlich in die Fungiminen. Dafür stehen wir hier schon bereit. Er kriegt jetzt seine Wundersamen, damit der Weg zu den Minen frei ist. Und auf geht's. So viele Welten fehlen tatsächlich nicht mehr, ne? Endlich die Fungiminen. Ich soll es ja auch einen Königssamen geben. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und die Karte hilft da auch nicht weiter. Ja, einfach ganz unten nehme ich an. Sprechen wir doch mal mit den Poplins, die hier leben. Vielleicht haben sie eine Idee. Ja, wir kriegen da wahrscheinlich jetzt erstmal ein Abzeichen. Oder zumindest kriegen wir einen Samen geschenkt. Hm? Es scheint niemand da zu sein. Oh, eine Nachricht. Was da wohl steht? Lesen wir mal. Willkommen in der Fungimine. Der Fundgrube für funkelnde Fundstücke. Tja, so würde ich normalerweise unsere Besucher begrüßen. Doch es ist etwas Schlimmes passiert. Keine Zeit, in der Mine zu arbeiten. Ich muss das alles irgendwie in Ordnung bringen. Hey, mache ich mich jetzt auf den Weg. Wie immer dies liest, bitte kommt und helft, wenn ihr könnt. Nehmt diesen Wundersamen hier und kommt zur Brücke. Ich bitte euch, gezeichnet freundlicher Poplin. Okay, oh je, das klingt ernst. Nehmen wir den Wundersamen und gehen wir gleich zur Brücke. Ich bin allein zu Hause. Ich fühle mich so einsam. Ja, ich kenne das. Ich lebe ein Leben am Limit in diesem Spiel. Was mache ich denn nur? Oh, mein Wundersamen. Ihr habt sicher die Nachricht in meinem Haus gelesen. Bitte sagt, dass ihr mir helfen werdet. Ja, meine Freunde sind losgegangen, um in der Mine zu arbeiten. Und niemand zurückgekommen. Wir wollten tiefer hinunter als sonst, um nach einem Königssamen für den Prinzen zu suchen. Aber so tief unten ist es auch ziemlich gefährlich. Ich muss ihnen helfen, bevor ihnen etwas zustößt. Was sagst du? Sie haben sich in Gefahr gebracht, weil sie mir und dem Blümchenkönigreich helfen wollen? Da können wir ja unmöglich einfach tatenlos daneben stehen. Retten wir sie. Vielen Dank, Prinz Florian. Dafür muss ich zunächst diese Brücke reparieren. Dazu fehlen mir enorm Blumenmünzen. Hättest du welche? Ja, nimm die 10. Vielen Dank. Genau das hat mir gefehlt, um die Brücke reparieren zu können. Also los geht's. Ja, Partout ist abgeschlossen. Ja, das hätte ich fast vergessen. Ich habe hier etwas Wichtiges für dich. Hier, nimm dieses Fühlerabzeichen. Das ist etwas ganz Besonderes. Es wird dir sicher sehr nützlich sein. Oh, das Fühlerabzeichen. Das spielt Sachen auf, die wir finden wollen, richtig? Dann können wir herausfinden, ob sich Wunderblumen oder Ähnliches in der Nähe befinden. Ja. Das macht mir mein Leben einfacher. Alles bereit, dann beginnen wir mit der Rettungsmission. Funktioniert das auch auf der Map? Das funktioniert nur für Wunderblumen und Zehnermünzen. Okay. Hier ist auch 100 pro was versteckt. Ja, da ist zum Beispiel ein Geisterhaus. Hier ist gehende Leere. Hier ist ein Laden. Okay, kein neues Abzeichen. Ich mache mir einfach mal ein Handicap und sage einfach, ich guck mal, dass ich jetzt bis zum Ende keine Pilze mehr kaufe. Weil wir haben sonst echt viel zu einfach. Das da klingt interessant. Ich würde sagen, wir machen mal von links nach rechts. Pizza.
So, dann mal sehen, wie gut das Fühler-Ding funktioniert. Den komischen Kram, da darf ich nicht berühren, hieß es. Hat mal dein Bruder in deine Richtung geballert. Sieht interessant aus, das Zeug, aber ich will es trotzdem nicht anfassen. Ah, ich habe damit Kaizo-Blöcke erschaffen. Aber kein Geheimweg. Er ist jetzt auf ewig da unten eingesperrt. Und guck mal, das Ding schlägt aus. Das heißt, hier ist eine 10er-Münze. Und je stärker es ausschlägt, umso näher bin ich wahrscheinlich. Ja. Hey du, komm mal her. Ist gekauft. Okay, das Sensor-Ding, das ist auf jeden Fall praktisch für unsere Completion. Das war dumm. Komme! Ich helf dir. Wo kommst du denn her? Wie schön, dass du da bist. Ich habe Angst, wenn ich allein bin. Bleib bei mir. Ich würde aber sagen, ich nehme das nach dem Level wieder weg und nehme das nur mit, wenn ich wirklich nicht alle finde in einem Level. Dann gehe ich nochmal mit einem Sensor durch. Das klingt doch nach einem Deal. Direkt nochmal? Ja, da war die Münze und ich habe sie direkt verpennt. Heißt so viel wie, ich gehe da runter. Okay, ich bin jetzt hier wieder mit dem Pirouettensprung und habe diesmal die Münze auch eingesammelt. Wie gesagt, ich nehme den Sensor jetzt, wenn nur noch dann mit, wenn ich nicht alle finde, okay? Och nö, nicht der schon wieder. Okay. Das ist mehr oder weniger ein Kampf. Damit kann ich ihn nämlich stunnen. Ich müsste ihn einmal da weglocken. Wenn ich an die Blume will. Das ist auf jeden Fall eine interessante Challenge hier. Nein? Ah, okay, nur Schatten Mario kann ich nicht vernichten. Obwohl, mit einem Stern geht's wahrscheinlich. Ich kriege echt viele Blumen. Endlich mal wieder was auf Vorrat.
Meine Mütze. Was genau wird gerade von mir verlangt? Ich komme mit dem Pirouettensprung nicht hoch genug. Was genau will man hier gerade von mir? Ach, das soll ich machen. Das war auf jeden Fall ein cooles Level. Und da ist auch direkt eine Verschnaufpause. Verdreht. Ich habe die Welt gedreht. Hilfe, meine Welt steht Kopf. Na gut, dann machen wir noch hoch und runter im Pilzfuß für heute, ne? Danach ist heute auch schon Feierabend. Oh, ich krieg den Bohrer. Bong. Ich glaube, die hätte ich vorher ausschalten sollen. Ob ich auch mal so groß sein werde? Eines Tages, ja. Ich würde den Bohrer gerne behalten. Oh, noch ein Bohrer. Yeah. Ich glaube, ich will die nicht kaputt machen. Noch nicht zumindest. Das war sehr wild. Ich glaube, da vorne sehe ich schon die letzte Münze. Nee, das war die zweite. Pong. Ich finde es ein bisschen gemein, die schlafenden Goombas zu erschlagen. Geil! Das ist ein geiles Level.
finde die Pirouette mega praktisch. Na gut, das war hoch und runter im Pilzforst. Ein paar Level haben wir jetzt hier im Fungi-Minenbereich ja gemacht. Wir haben noch einige vor uns. Wir könnten da unten schon weitergehen, aber wir werden natürlich hier oben erstmal alles fertig erkunden. Gucken, dass wir ja alles hier zusammenbekommen. Beim nächsten Mal machen wir dann Obacht vor dem Baume-Gift-Tümpel. Und Festbeleuchtung zur Geisterstunde. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem heutigen Part. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.